Hallo und herzlich willkommen bei GruniLP. Heute ein Video zum Thema Nummernschilder. Ihr wollt so coole und individuelle Nummernschilder haben, wie ihr sie hier in meiner Garage seht? Dann schaut euch das Video weiter an. Ich erkläre euch heute nämlich, wie wir an diese Nummernschilder kommen. Und dazu müssen wir uns zuallererst einen Account im Rockstar Social Club machen. Das könnt ihr online im Internet euch einen Account machen. Wie ihr hier seht, ich habe hier noch meinen alten Rated R Account. Schon geändert in Gruni LP. Dort kann man die neuesten Erfolge sich anschauen, kann die Snapmatics hochladen, sich die neuesten Infos holen vom Spiel, andere Videos, andere Fotos anschauen, etc. etc. Habt ihr euch dort angemeldet, dann geht ihr mit dem Handy in euren iOS oder Apple Store und ladet die App iFruit herunter. Startet nun die iFruit App und dann müsst ihr euch mit eurem erstellten Rockstar Social Club Account verbinden. Und kommt anschließend in dieses Menü. Neben den Nummernschildern kann man auch noch ganz viele andere Sachen in dieser iFruit App machen. Man kann zum Beispiel den Hund aus dem Story-Modus kann man hier dressieren. Wir können hier auch Snapmatics hochladen und bearbeiten. Wir wollen allerdings zu den Nummernschildern, also gehen wir zu Los Santos Customs. Hier können wir nun neben den Fahrzeugen aus dem Story-Modus auch unsere Online-Wagen bearbeiten. Ihr seht bei mir hier unten jetzt 6 Fahrzeuge in der Auswahl. Insgesamt speichert die iFruit-App die letzten 10 Fahrzeuge ab, die ihr im Online-Modus gefahren seid. Gewinnt oder kauft ihr euch also ein neues Auto, müsst ihr es erstmal einige Zeit lang fahren, bevor es hier überhaupt in der Auflistung auftaucht. Und mit einer Zeit lang meine ich schon mindestens so eine halbe Stunde. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir drücken auf Nummernschilder. So, ihr seht, unten sind gespeicherte. Ich glaube, ihr könnt insgesamt 30 Nummernschilder abspeichern. Und ich werde jetzt mal kurz das alte Nummernschild löschen. Das könnt ihr über den Mülleimer. Über das Plus füge ich ein neues hinzu. Ich gebe einen Namen ein. Und ja, da ich gestern mal wieder Robocop geguckt habe, werde ich ihn mal Murphy nennen. Fertig. Und zurück auf die Fahrzeuge klicken. So, das Nummernschild wurde erfolgreich geändert. Jetzt müssen wir uns noch das Fahrzeug aussuchen, auf das wir es drauf machen wollen. Batmobile kann kein Nummernschild tragen, deswegen nehme ich jetzt hier einfach mal das nächste. Das ist der RH8. Hier seht ihr nochmal. Dann verpasse ich dem doch wenigstens mal ein paar Straßenbremsen. So, und dann nur noch auf Bestellen klicken. Dann bekommt ihr eine Bestellübersicht. Wir zahlen jetzt $120.000 und ab dafür. Meine aktuelle Bestellung überschreiben, ja, das machen wir mal. Bestellung wurde erfolgreich ausgeliefert, super. Sehen wir diese Meldung, dann können wir die App auch schon wieder verlassen. Und nun gehen wir in GTA Online. Die Bestellung braucht ca. 5 bis 10 Minuten. Und wenn ihr euch beim Bestellvorgang gerade parallel in der Session befindet, müsst ihr halt den Server nochmal wechseln. Und wir sind wieder zurück in der Garage. Hier ist unser RH8. Den schnappen wir nun. Sobald wir die Garage verlassen haben, sehen wir dann auch schon links unten die Einblendung, dass bei Los Santos Customs eine Bestellung für uns eingetrudelt ist. Auch bekommen wir eine SMS, das sehen wir hier. Ja, und jetzt müssen wir nur noch zu Los Santos Customs fahren und uns die Bestellung abholen. So, nun sind wir angekommen. Fahren einmal hier rein. Und App-Bestellung ausführen, $120.000. Einmal anklicken. Nachdem wir die App-Bestellung ausgeführt haben, werden wir dann mehr oder weniger wieder aus dem Laden rausgeschmissen. Das ist aber kein Problem. Denn wie ihr jetzt seht, unser Auto heißt nun Murphy. In diesem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Nummernschildern und bis zum nächsten Mal, euer Koni.